Ba-ba-bam-ba-ba-bam. Upsa. Ja. Ich wollte nämlich in das Haus am Waldrand schauen, ob man da, ob sie sich da versteckt. Und dann frage ich mal in der Stadt, in Neuhof, ob man irgendwie weiß, wo die Hure ist. Das würde mich jetzt wirklich, dass sie sich da versteckt, wo ihr erzählt habt, das ausschaut wie ein Schlachthof? Ja. Außerdem will ich mich davon selber überzeugen. Du kriegst, ich habe die Quest nicht gekriegt. Mhm. Und ich glaube, das ist, wenn du zu Sachen nachgehst und schaust. Geht ja. Ja, Wanderer. Komischer Weg, aber... Oh ja, Wanderweg. Au! Pass doch auf, du Pflege! Bin ich immer leicht auf den Zehen gestiegen mit dem Hut. Au! Au! Ja! Hä? Oh. Pass doch auf! Also, da war es einmal nicht. Upsi. Was war das? Ja, das war ja auch die mit dem Schal. Ja, ja. Da haben wir auch eine Quest. Weißt du noch, welches Haus das war? Ich glaube, das da, gell? Da, wo du den Dolch her hast, oder? Mhm. Ich glaube, das war das. Da ist ja heraus und kriegen sie drinnen. Schau mal, ja! Das Haus oder was das Haus? Na. Das war's, glaube ich, was. Ist das immer genau? Oh ja, das war's. Mit den Pipi-Händeln. Hm. Und da ist ein Schwein gestanden auch. Mhm. Aha. Mhm. Mhm. Sag ich ja, wenn du dich da umschaust. Sagt er halt einfach nichts dazu. Irgendein Kommentar oder so hätte er hätten schon einprogrammieren können. Irgendwie schon, gell? Und dass sich auch keiner die Viecher mitgenommen hat. Wir verhungern jetzt da. Aber sie hat gesagt, irgendwann bekomme ich meine Belohnung. Also will ich jetzt wissen, wo meine Belohnung ist. Mhm. Ich werde mal schauen, ob ich ihn fragen kann. Ja. Ja, mit denen ich reden kann, aber irgendwie will da keiner. Alle noch schockiert. So war deppert irgendwie. Das ist, lasst mir jetzt keine Ruhe, ich will wissen, was da passiert ist. Will ich haben. Ein Ratsexpert. Ja. Was macht denn der da? Ich würde gerne ein besserer Reiter werden. Selbstverständlich. Ich habe einige Sachen zu kaufen. Mhm. Jetzt mach's. Ah, das dauert jetzt wieder. Ich würde. Ich. Gut. Jetzt mach's gut. Ich würde gern. Selbst. Ich möchte. Einverstanden. Jetzt pass gut. So. Ich glaube, das war's. Höher können wir nicht mehr, oder?
14. Ein Punkt fehlt noch. Was? Na. Das da. So. Aber ich will ja das da nehmen. Lass mich. Na komm, dann kannst du mal einen Schadenspunkt mehr von 15%. Ja, das mache ich eh immer. Das nehme ich. Aber vielleicht können wir es noch lernen, weil wir haben einen Pluspunkt. Ich möchte. Einverstanden. Jetzt pass gut auf. Mach's gut. Oh. Und jetzt reden wir mit dir, dass wir arbeiten. Brauchst du bei irgendwas eine helfende Hand? Allerdings. Nach allem, was passiert ist, weiß ich kaum, wo mir der Kopf steht. Ich muss aufräumen, neue Stallburschen einstellen. Nur wofür, frage ich mich. Es ist hoffnungslos. Niemand wird mehr von mir kaufen. Unser bester Kunde war Herr Divisch von Thalmberg. Er hat gut für unsere Pferde gezahlt. Aber nun, da mein Mann ermordet wurde, kauft der hochverehrte Herr nicht mehr. Obwohl wir immer noch ausgezeichnete Pferde haben. Warum kauft er dann nicht mehr? Ich weiß nicht. Aber vielleicht findest du es heraus. Nimm unseren Apfelschimmel und führe ihn Herrn Divisch vor. Er ist ein stattlicher Hengst. Etwas wild, aber schnell wie der Wind. Gut, ich frage Herrn Divisch. Vielleicht erfahre ich, warum er nichts mehr kauft. Das wäre furchtbar lieb von dir, Junge. Bitte entsende meine besten Grüße. Gott schütze dich. So. Wo ist der Schimmel? Ja, schau. Äppelschimpel. Viel langsamer. Naja, gut, viel langsamer nicht. Aber das soll man nicht für immer haben, sondern nur für jetzt. Ja. Geht aber von der Geschwindigkeit. Nur ich bin ein Scheißreiter. Jetzt nimmer. Ich kann gleich beide Quests auf einmal abgeben. Und gleich eine neue Command-Quest annehmen und dann. Irgendwie kommt man vor, wenn er da durch Thalmberg reitet, ist absichtlich langsamer. Ja. Der ist wichtig. Guten Tag. Servus. Ich habe Trophäe. Zeug her. Gute Arbeit. Das Lager ist. Hast du den Beweis? Ja, hier. So gefällt mir das. Es gibt Berichte, wonach Leute am Bach von Thalmberg Richtung Uschitze überfallen wurden. Könnte sich lohnen, der Sache auf den Grund. Alles klar. Mach mal. Was kann der noch schnell? Kannst. Selbstverständlich. Ich will ein. Es ist noch kein. Ich. Auf bald. Bis Wiedersehen. Ja. Wo ist das Ding? Achso, ich muss das Pferd da reinstellen. Der hier ist vom Neuhof. Pass auf, was du da treibst. Gib bitte hier gehen Leute. Ich war vor gerade nicht da. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Mein Herr, ich bringe Grüße von Smils Witwe Sora vom Gestüt in Neuhof. Sora. Arme Frau. Ihren Mann auf so eine Art und Weise zu verlieren. Was kann ich für sie tun? Sie entsendet ihre besten Grüße und fragt, wenn du erlaubst, warum du in Neuhof keine Pferde mehr kaufst.
Ich kaufe meine Pferde jetzt in Uschitze. Nichts gegen Sora und ihre Leute. Aber es ist offenkundig, dass sich das Gestüt nach der Tragödie nicht mehr erholen wird. Ich bin nicht geneigt, meine Rösser von einem Gestüt zu beziehen, das von einer Frau geleitet wird. Gewiss verstehst du das. Die Stallmeisterei ist Männersache. Du dumme Sau! Ja, ihre Pferde. Schau, das ist was, was ich normal gar nicht sagen kann, aber weil der Skill so hoch ist, geht das. Ja. Ihre Pferde. Es sind schöne, kräftige Tiere, mein Herr. Makellose Hufe, gute Zähne, saubere Ohren. Aus Uschitze bekommst du bestimmt keine besseren Pferde. Du scheinst eine Menge über Pferde zu wissen. Wenn du wahr sprichst, habe ich vielleicht eine Idee. Wir veranstalten ein Pferderennen. Und wessen Pferd besser abschneidet, von dem kaufe ich. Ich hoffe, du trägst die Farben Neuhofs. Sieht ganz so aus. Ich habe das Pferd schon ausgesucht. Ausgezeichnet. Berichte meinem Stallmeister davon. Indessen überbringe ich die Kunde an die Reiter anderer Ställe der Gegend. Das wird ein richtiges Ereignis. Auf bald. Bis Wiedersehen. Kann ich da? Bis wissen. Ich werde wahrscheinlich jetzt noch nach. Hey! Der Herr sei gepriesen. Was beschäftigt dich? Wirst du mir fürs Rennen die Daumen drücken, werte Frau? Zähle auf mich, lieber Heinrich. Ich lasse dich nicht aus den Augen. Lebe wohl. Sie wird mir die Daumen drücken. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Herr Divis schickt mich wegen des Rennens. Rennen? Ja, ich soll dir ausrichten, dass er ein Pferderennen veranstalten will. Er selbst wird die anderen Reiter und Ställe benachrichtigen. Wohl wahr. Die Tallenberger Strecke ist schon lange keiner mehr geritten. Die Leute brauchen etwas Aufmunterung. Aber was hast du damit zu tun? Sora schickt mich. Sie möchte erreichen, dass der hohe Herr die Pferde bei ihr kauft. Sora? Sie ist vom Neuhofer gestürzt, nicht wahr? Ja. Ich hoffe inständig, dass du für sie gewinnst. Nach all dem Pech verdient Sora etwas Glück. Kennst du eigentlich die Regeln? Nein. Wir erklären dir vor dem Start, wo die Pfähle stehen und in welcher Reihenfolge du sie erreichen musst. Es gibt keine feste Strecke. Du kannst deinen Weg selbst wählen. Dafür sollte man die Landschaft gut kennen. Du musst von jedem Pfahl ein Band erbeuten. Sobald du alle hast, reitest du zurück. Wenn du als Erster zurück bist, gewinnst du. Verstanden? Verstanden. Nun gut. Aber so ein Ereignis braucht Zeit, bis es geplant ist. Bring den Apfelschimmel morgen Mittag zum Tor des Burgvorhofs. Dort ist der Start. Gut, danke. Bis später. Dann versuche ich jetzt. Ja, zum Schlafen. Sie. Hey, ist da jemand? Ja, das habe ich mir gedacht. Dann esse ich was und bleib einfach stehen. Das macht mehr Sinn. Wir haben vergessen, ganz wieder zum Amazon. Ein paar Sachen zum Reparieren. Schmiedeset. Rüstungsset fehlt aber noch. Schneiderset fehlt auf jeden Fall. Das ist zu kaputt, das wissen wir. Dein Leben. Ja.
Na komm, das Stück geht schon wieder. Ja. Oh, warte mal. Wir werden uns da noch ein. Man alles mit. Haben wir nichts mit, was wir wirklich nutzen können. Ja. Ich heiße euch alle zum großen Thallenberger Pferderennen willkommen, bei dem die besten Reiter und Gestüte der Gegend um den ersten Platz kämpfen. Das Schicksal und Glück verhelfen heute niemandem zum Sieg. Nur Pferdeverständnis, Landschaftskenntnis und ein scharfer Verstand. Aber genug der Worte. Werte Teilnehmer, macht euch bereit. Achtung! Fertig! Los! Ja! Wo muss ich denn da hin überhaupt? Nur zu blau. Bei der ersten Kreuzung dann rechts. Wer hat den Deit am besten? Durch. Ja. Ich hoffe, dass mein Plan aufgeht.
Komm, verschnauf, verschnauf. Ja. Das ist das, was ich gehasst habe, diese Quest. Da bin ich lang. Wer weiß nicht. Ortskenntnis ist halt bei mir, weißt du. Alles auf gut Glück. Geht's nicht darum, dass wir auf dem Weg reiten, das ist gesagt, sondern Ortskenntnis ist wichtig und wer die Bänder. Also er Bänder als erster hat und dann wieder zurück. Ja? Und ich versuche gerade mein Glück und schaue, ob ich über den Fluss irgendwie schneller komme. So, schau. Da. Ich weiß aber nicht, ob ich da rüber hupfen kann. Das scheint aber nur so ein kleines Plussi zu sein, weil ich einfach. Ja, Wasser, ja. 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 Wenn nicht, muss ich es neu laden. Dann kann ich noch mal neu anfangen. Will ich das mal machen? Ja, was ist hier? Okay, das ist nicht so schlimm, reite ich da. Ich hoffe, ich habe die abgehängt für ein Millionenfach. Weil die sind die Reiten normal richtig. Ich bin der, was schlecht reitet. Quasi mittendurch. Achso. Die reiten schon her. Genau davor. Ja. Und da kann ich eigentlich auch mittendurch. Du Armut, oder? Mhm. Du blau. Weg offen. Wegen des Scheiß. Da kann ich schon rein, gell? Ja. Ja. Ich muss ein bisschen das Pferd. Ja, ich muss ein bisschen. Ja. Kein Trauerzug. Das ist kein Trauerzug. Und jetzt alles wieder. Alter. Weg raus. Aber das ist leicht, da brauche ich nur. Ja. Los jetzt! Eigentlich, wenn ich weit vor denen bin, sollte ich sehen. Irgendwo reiten da am Weg oder so. Springen ja, die kommen da erst, schau. Sehr schön. Aber sie ist auch, sie sind knapp, die sind schon hinter mir. Naja, wir müssen erst mal rauf, da bist du wieder. Und dreh gleich wieder um. Ja, trotzdem, wir müssen erst noch rauf. Ja, man kann springen, das Pferd. Ja, das kann ich gut. Hui. Pass auf, solange die jetzt hinter mir sind, lasse ich das Pferd wieder dabei verschnaufen. Ich suche mal was. Ich weiß nicht, ob es das bringt, aber wenn ich schon so einen Vorsprung habe. Ich spreche ja. Ja, aber ich weiß nicht, ob das mitten im Rennen, weiß nicht, ob der das sich merkt. Gestanden ist, aber das. Und wieder umdrehen. Das ne? Ist da. Kein Trauerzug! Da. Da muss ich drauf. Gut, das habe ich gewonnen. Also wenn es jetzt. Auf ja. Geht's! Auf geht's! Na, wir können das nicht mehr aufholen. Niemals. Das volle Power sammeln und dann gar sich zurück. Ja! Ja! Da könntest du links rauf, oder? Nein. Warum soll ich mich jetzt riskieren, dass ich irgendwo runterfall oder hängen bleibt? Weiß ich nicht, dann. Ich weiß noch, bei meinem ersten oder zweiten Spieldurchgang hab ich ums Ohrschlecken gewonnen, weil ich da so schräg rauf bin. Da so. Okay. Lohnt sich aber jetzt nicht, ne? Da höchst du sicher. Los jetzt! Zeig ihnen, was du kannst! Fertig. Sehr schön.
Jetzt warten, bis die anderen da sind. Ha! Und da kommt unser Gewinner. Beeindruckendes Rennen, Heinrich. Und auf einem Neuhofer Pferd. Ich muss wohl doch überdenken, wo ich meine Rösser erwerbe. Du wirst also bei Sora deine Pferde kaufen? Ich wäre verrückt, täte ich es nicht. Du hast mir den Wert ihrer Pferde bewiesen. Na schön, hab bitte überbring ihr die Nachricht und meine Grüße. Hab Dank, mein Herr. Ich überbringe ihr deine Nachricht. Ist sie nicht einmal noch da? Die anderen. Soll ich warten, bis da sind, oder? Ja. Nagel. Oh ja. Ich muss schon jetzt sehen, ob die überhaupt noch kommen. Ich glaube, die haben drauf geschissen. Aber ich muss ihr das Pferd zurückbringen. Die kommen nimmer. Die kommen nimmer. Obwohl, da schaut, das ist Kumanenlager gleich. Das trifft sich alles super. Da retten sie mir gerade wahrscheinlich entgegen, weil er so langsam durchwurstelt, schau.